Auf die Fresse! Und damit herzlich willkommen zurück zu Terraria. Ich glaube, es bekommt einfach den Hashtag aufs Maul Let's Play oder so. Kommt, man kommt sich ja vor wie... Also ich hab das irgendwie mit den Hermes-Boots noch nicht so raus. Achso, die zünden bei mir mal so ganz spät. Das dauert lange, bis die zünden. Ja. Ja, aber wenn sie dann gezündet haben, dann gehen sie ab ins Zäpfchen. Ich kann mich noch nicht, das geht echt noch nicht. Es tut mir sehr leid, ich würde gerne, aber ich kann es nicht. Wir könnten hier noch ein paar Bäume pflanzen. Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Nachdem wir ja schon etwas Rodung betrieben haben. Ja, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin nach rechts gelaufen, ich komme gerade wieder. Achso. Ah ja, da kommst du ja angejumpt. Gut. Ich kann nicht anhalten. So. Was tun wir? Ja, einpflanzen. Einpflanzen. Das heißt, irgendwo haben wir doch die Saplings abgelegt. Hol mal die Eicheln. Und ein bisschen Dirt. Dirt brauchen wir auch dazu. Dirty. Ja, Dirty Dirt. Let's get dirty. Drecksblock. Und Drecksblock. So, ich habe die Eicheln geholt. Genau. Die kannst du quasi überall auf, wo grün ist, schon mal pflanzen. Wo grün ist? Ja, hier so quasi. Ich glaube, dass es so funktioniert. Ja, ja. Achso, ja, nämlich im Wasser. Okay, alles klar, ich verstehe. Genau, ich pflanze hier bei uns an der Hütte auch mal ein paar. Mit Linksklick? Ja. Was mache ich denn falsch? Eicheln auswählen und dann so? Achso. Das mache ich falsch, alles klar. Linksklick, ne? Also links ist da, wo der Daumen rechts ist. Achso, ich habe keine mehr. Ich habe noch 15, aber das ist... Ja, komm, wir setzen das alles hier hin. Bin mal gespannt, wie das hinterher aussehen wird. Ich möchte... Achso, au! Was denn? Ja. Ruhe. Ja, das ist nice. Das ist übel. Oh, ist sehr, total sehr schön geil. Hier. Voll schön, besser als Gold. Hier möchte ich gerne ein Haus hinbauen. Ja? Das ist sehr sexy. Hier mit dem Wasser, meinst du? Ja, ist das so ein Meeresbiom jetzt? Nee. Wir können ja so ein bisschen gucken, wo wir hier so langkommen. Es gibt tatsächlich Meeresbiome. Okay. Und hier ist Eisen. Na Mensch, wer hätte das damit gerechnet? Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Das nehmen wir einfach mal mit. Das kannst du ja auch nicht einfach liegen lassen. Nein. Hast du das auch gehört? Ich die finde. Oh nö, nicht schon wieder töten. Nicht immer töten. Du musst doch nicht immer gleich hauen. Ja, das Spiel ist noch viel zu friedlich. Wieso friedlich? Jetzt kommt mal ein Powerboomerang. Zack. Oh. Ach, der macht sogar noch Licht dahin, wo er kommt. Cool. Das ist ja cool. Glibber. Glibber. Let's get glibber. Glibber, ribble. Ribble, blibble. Glibber, rubble, bubble. Schrubble. Oh. Okay, das läuft. Drecksblock. Oh. Wie cool. Das kenne ich auch gar nicht. Oh, Schnee. Schneebiom. Schnee im Sommer. Es schneit. Oh, der Hintergrund hat sich geändert. Ja. Oh. Ist das ein Piranha? Bist du ein Piranha? Piranha? Zack, Kopf ab. Wie geil. Und dann die Musik auch wieder anders. Eisblock. Cool. Oh, was ist das? Die haben echt viel verändert. Oh! Ein Eisschleim. Ist alles so friedlich, sieht das noch aus hier. Ja, ist doch schön. Mhm.
Duck. Bam. Oh. Das ist etwas anderes. Mm. Oh. Und die Musik wird auch schon anders. Oh. Und auf einmal sieht das nicht mehr so freundlich aus. Nicht? Und wie findest du? Ist okay. Juhu! Achso, das warst du. Oder das war ich. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie, Wollen wir hier wirklich rein? Ja, ja, klar, warum nicht? Was haben wir denn zu befürchten? Ja, nichts. Ja, eben. Du meinst nur, weil das aussieht wie ein Rachen von irgendeinem riesen Vieh? Nee, ach Gott. Nee, ach, deswegen. Das Blut? Heinrich? Das ist, nein, das ist kein Blut, das ist kein Blut, keine Angst. Oh. Vorsicht. Oh, what's this? Irgendwelche Fliegen und Spinnen wieder ohne Ende. Wieso bin ich, wie bin ich denn hier jetzt reingekommen? Spinne? Ja, es hat irgendwas mit Blut zu tun. Ein Blutcrawler. Alles voll. Alles ja, voll. Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Warum nehme ich denn nicht eigentlich den hier? Ach, weil er die nicht trifft. Und die ganzen Loot-Sachen fahren alle nach unten, wie dumm. Wir kriegen nichts. Ach, das kriegen wir gleich. Wir machen die hier jetzt einfach fertig und dann, also alle. Mhm. Ich stehe bei dir, Jay. Ja! Dann passiert uns nichts. Jetzt aber. Jetzt aber. Was steht hier da unten? Nein. 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 Komm her. Warum treffen wir die nicht? Jetzt wieder. Ich. Alles gut. Bam. Ach du Volldepp, komm doch hier runter. Wir stehen hier einfach nur an der Klippe seit gefühlten 10 Folgen und machen nichts anderes. Ja, dabei sind es erst nicht so lange. Wie bin ich denn hier oben reingekommen? Das ist doch unmöglich. Ja, komm doch mal wieder raus. Ja, ich komm da ja nicht wieder raus. Nimm mal die Hake. Ja, gleich. Vorsicht! Wieso? Oh. So. Oh, die machen auch ordentlich Schaden. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl... Du hast irgendwas falsch gemacht. Ich habe mich mal nach oben verpisst. Ja, ja, mach das mal. Ich erledige die hier dann mal eben schnell. Der Fokus ist ja sowieso bei dir. Wo bin ich denn jetzt? Warum ist das denn hier so? Hallo? Muss ich jetzt einfach nur überleben. Also ich habe schon mal zum Höhleneingang wieder geschafft, da rette ich jetzt langsam. Kann leider kein Heal Potion mehr nehmen, leider nicht. Ja. Du bist tot. Du wurdest quasi um die Hälfte gekürzt. Ja, quasi. Fuck! Das ist ja nicht so schön. Oh, ich sehe hier, wie irgendwas von dir runterkommt. Ich komme hier nicht mehr raus. Wieso komme ich hier denn nicht mehr raus? Und ich kann diese blöden Steine nicht abbauen. Setz den Spiegel einfach ein. Guck einfach in den Spiegel und du kehrst zurück. Boah, igitt, nee. Guck doch nicht in den Spiegel. So, dann wollen wir mal gucken. Kann man dieses rote Zeug nicht mit... Also ich weiß es nicht, kenne mich damit gar nicht aus. Ja, das ist natürlich jetzt ätzend. Ah, Alter. Oh.
Oh, was? Oh, nur so. Ich versuche mal schnell an den Spiegel ranzukommen. Ja. Ich, Och, ich wurde eh getötet, von daher ist es egal. Ließ ich den Kopf wegreißen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das machen lasse. Ja. Vielleicht sieht es dann besser aus. Ich gehe mal davon aus, dass es besser aussieht. Oh, Fred-Map. Es regnet hier bei uns. Aber wir sind ja schön im Warmen. Es ist richtig gemütlich. Hier im Feuerchen. Komm mal mit rein. Komm mal mit rein hier ins Feuerchen. Komm mal. Das ist schön. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man wirklich in so einem Erdloch lebt, dann wäre das auf einmal gar nicht mehr so cool. Nee. Dann würde ich's, dann würd's nicht mehr so aussehen. Ja, wir müssen eigentlich dann jetzt als nächstes Projekt, wie gesagt schon, würde ich schon mal so einen Tunnel Richtung Hölle ziehen. Also wir sind jetzt ja auch schon so weit, dass wir... das ist ja... Du hast die mit den Regenschirmen gesehen? Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nützt ihm auch nichts. Kann ich den Regenschirm behalten? Kann den Regenschirm leider nicht aufnehmen. Warum nicht? Kannst Inventar du den voll? Hä? Inventar voll? Nee, nee. Schade, der vergeht einfach. Genau, ich würde dann einfach mal so einen Tunnel planen, richtig? Ja, okay. Das können wir gerne nehmen. Wo wir quasi dann einmal bis nach unten, nur in einer Zweierreihe, komme was wolle, ja, in die Hölle gehen. Das wäre so das Ding, um dann halt auch unten den Hellstone abbauen zu können. Aber wir brauchen halt zwischenzeitlich dann noch echt viele Sachen. Ich Idiot. Warum? Ich glaube, ich hing da mit dem Enterhaken fest. Okay, verstehe. Dann mit E, ne? Kann man das lösen? Ja, wenn man es weiß, dann Lösung. Ja. E ist die Lösung. Ein bisschen E schadet, nee. Genau. Ich würde nämlich jetzt hier, ich habe jetzt einfach hier mal so eine kleine Bridge drüber gebaut. Bitch. Eine Bitch? Ja, Bitch gesagt. Würde ich das einfach nämlich mal hier so? Machen wir das nicht mal? Dann würde ich das nämlich mal hier richtig schön vorbereiten. Ja. Quasi hier noch ein bisschen planieren. Ich mach hier nochmal ein bisschen. Und dann wäre hier quasi so unser Eingang. Mhm. Oh. In unser Zweierloch. Und dann dann wird bis nach unten durchgebaut. Also nur immer in diesem Loch. Ja. Das verstehe ich. Und naja, wir müssen halt nach wie vor weiter alles abbauen, um Gold, eine Goldhacke erstmal zu bekommen. Mhm. Und so weiter und so fort. So. Hier könnte man anfangen. Umberella. Ja, was liegt denn da? Da liegt doch ein bisschen Erde, das sehe ich doch. Okay, du rechts, ich links? Genau. Aber wir werden links und rechts so ein bisschen bauen müssen, ne? Also wenn jetzt Wasser kommt, dann müssen wir das halt zubauen, damit halt auch keine anderen Viecher in den Tunnel da kommen. Ja, okay, warte. Ich guck mal schnell eben, dass ich mir ein bisschen Erde oben hinlege. Genau, und halt auch ein paar Torches müssen wir, dass das alles schön ausgeleuchtet ist. Dass man quasi nur fällt in dem Tunnel, bis nach unten. Ja, und unten kommt dann aber Wasser hin oder sowas, ja? Ja, genau, Wasser. Oder halt später kriegen wir so ein Cloud in a Bottle, heißt das. Das okay. Item. Mhm. Da kann man so einen Doppelsprung machen. Dann kriegst du keinen Fallschaden. Mhm. Also dann hast du so ein, wie als du auf so eine Wolke fällst. Deswegen Cloud on a Bottle. Okay. Ach, wir sind auch witzig. Wir brauchen relativ lange wahrscheinlich, um runter zu... Ja. Warum? Oh, nur weil wir, also... Weiß ich nicht. Wegen der Folge. Ja. Ja, sonst machen wir einfach da in der nächsten Folge weiter. Ja, ja, also noch haben wir ein bisschen Zeit. Von daher... Das ist gut. Das ist gut. Und das hier ist schon zum Beispiel natürlich böse dann. Achso, wir haben jetzt ja diese E, die Enterhaken. Dann kann man sowieso, dann kannst du ja auch fast gar keinen Fallschaden mehr kriegen. Ja, mit den Claws, die wir haben, ist ja auch okay. Ja, genau.
wird halt gleich nur tricky beim Wasser, ne? Da müssen wir halt richtig, so, manchmal muss man halt auch so schlau durchs Wasser bauen. So. So. Und dann hier schön, das ist auch wichtig, sonst hast du da irgendwie die ganzen Viecher dran. Wenn du ja auf so eine Fledermaus fällst aus 300 Meter Höhe, dann bist du ja auch tot. Das stimmt. So, und diese hier natürlich auch weg. So, schön. Oh. Und dann geht es weiter. Immer heiter weiter vom Eiter. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich sterbe jetzt nicht an so einem scheiß blauen Schleim. Ah, komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei. Kommen wir genau vorbei? Noch ja. Du machst links oder rechts? Ich mach rechts. Achso. Gut, wenn wir natürlich interessante Sachen sehen hier fernab unseres Tunnels. Dann halten wir natürlich an. So, und da geht's jetzt schon weiter mit Wasser. So, hier waren wir schon mal. Dich erinnerst. Jawohl, hier gab es eine goldene Truhe und ich bin gestorben. Ja, das könnte sein. War wahrscheinlich so. Okay, dann weiter rein. Genau. Ach, schade, wieso? Ja, das macht nichts, das macht nichts. Wir nehmen das, wir lassen es gleich einfach ab. Ja, ich hatte gehofft, wenn man es zubaut, dann. Nee, es geht nicht weg. Es ist anders als in Minecraft. Da ist ein großes Loch unten. Wo da unten? Unter uns? Also bei mir ist da auf jeden Fall ein großes Loch. Oder ist das gerade nur... So, nee, warte mal. Ich sehe keins. Ah, okay. Und das da? Herr JJ ist nicht gesprungen, hä? Das sah jetzt aus wie ein Bug. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum du da jetzt gestorben bist. Aber vielleicht bist du ertrunken. Nee, ich bin runtergefallen. Okay. Achso, das war das Riesenloch, was du meintest. Genau. Was ich nicht gesehen habe. Ja. Okay. Oh, das, was ist denn das? Warte mal, ich muss mal kurz eben jemanden töten. Ja, mach mal. Voll niedlich. Voll niedlich? Was denn? So ein Maulwurf, ein Zombie mit Regenmantel. Ja. Voll geil. Ich muss eben tot machen, Moment. Ja, ist schon echt süß. Der kleine Racker. Gitzi, 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 gitzi. Ach Mann, zu kurz. That's what she said. That's what she said. So. So, wieder tot. Ach du Kackauge. Oh, das tut mir leid, Jay, aber du verpasst hier jetzt gerade was. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Ist ja quasi nur ein kurzer Sprung nach unten, unten. Ja. Dann triff rechtzeitig. Okay, ich treffe. So, was ist denn jetzt hier? Ein Herz. Hier ist nichts mehr. Jay, wo bist du? Ich bin hier. Ich sehe dich nicht. Das fühlt sich total falsch an. Das ist komplett falsch. Da verbuggt bist du irgendwie. Kann das? Ich bin verbuggt, ja. Da bist du. Ich sehe dich. Wo bist du denn da durchgefallen? Das kann nicht sein. Hier ist nichts. Warte, ja. Ich mach mal einen fett krassen Screenshot. Ja. Und das zeige ich dir dann bei Gelegenheit. Ja, das ist gut. Aber findest du mich jetzt wieder oder nicht? Ich finde hier gar nichts wieder. Hier ist nichts. Dann musst du mal neu starten. Vielleicht wahrscheinlich.
Ja, aber das macht ja nichts. Das machen wir dann in der nächsten, Folge. Nennt sich Folge, das. Schrägstrich, Aufnahme-Session. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kurzes Aufnahmepäuschen. Jawohl. Und wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal wieder heißt Terraria. Auf dem Weg zum Untergrund. Genau. Gut. Und ob wir wirklich unten ankommen, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Ja, macht's gut. Ciao. Tschö.